Fehlertoleranz. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Eine Ausgabe des Liebe-Podcasts, dem Podcast von und mit Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Fehlertoleranz. Fehlertoleranz heißt, Fehler aushalten zu können. Und Fehlertoleranz ist auch wichtig für Liebe. Du machst Fehler, dein Partner macht Fehler, deine Kinder machen Fehler, deine Kollegen machen Fehler, deine Eltern machen Fehler. Fehlertoleranz heißt, die Fehler anderer aushalten zu können und daran zu wachsen. Was heißt es konkret? Wenn du keine Fehlertoleranz hast, dann tötet es die Liebe. Angenommen, du bist ein sehr strenger Chef und du verurteilst deine Mitarbeiter wegen jedem kleinen Fehler. Damit geht dein Herz zu, damit gehen die Herzen zu der anderen. Und außerdem tötet es die Kreativität, es tötet die Freude. Angenommen, du hast Kinder. Kinder machen Fehler, Kinder lernen durch Fehler. Kinder experimentieren, Kinder ahmen nach. Indem du deinen Kindern die Möglichkeit gibst, Fehler zu machen, lernen sie, wachsen sie und entwickeln sie sich. Genauso auch dein Partner, deine Partnerin macht auch Fehler. Was sind Fehler? Natürlich, es gibt große Fehler und es gibt kleine Fehler. Kleine Fehler, sie vergessen, dein Partner vergisst vielleicht etwas, was du gerne hättest. Er oder sie lässt die Socken doch liegen, obgleich er es versprochen hatte, sie wegzunehmen. Oder räumt deine Lieblingssachen weg, obgleich du gesagt hast, dass du es nicht haben willst und so weiter. Das sind kleinere Fehler. Diese Fehler sollte man tolerieren. Es gibt natürlich Grenzen der Fehlertoleranz. Wenn man eine bestimmte vertrauensvolle Beziehung hat, dann gibt es bestimmte Dinge, die gehen, und es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht. Und da gibt es eben auch Grenzen von dem, was geht und was nicht geht. Also auch die Fehlertoleranz hat ihre Grenzen, insbesondere wenn es um Verlässlichkeiten der Beziehung geht. Trotzdem, im Allgemeinen gehe davon aus, Menschen lernen durch Fehler. Auch du lernst durch Fehler. Es gilt es auszuhalten. Man sagt, man kann Menschen auf verschiedene Weisen einteilen. Eine Einteilungsweise ist, es gibt Menschen, die sind misserfolgsvermeidungsmotiviert und es gibt solche, die sind erfolgsmotiviert. Die Misserfolgsvermeidungsmotivierten sind Menschen, die immer versuchen, so zu leben, dass sie keine Fehler machen. Sie probieren wenig aus, sie halten sich ans Konventionelle und haben ständig Angst, einen Fehler zu machen. Und dann gibt es die erfolgsorientierten Menschen, sie wollen Erfolg in ihrem Leben haben. Und um Erfolg zu haben, dazu sind sie bereit, auch Fehler zu machen, zu experimentieren. Indem du immer wieder etwas Neues ausprobierst, indem du immer wieder auch kleinere und größere Fehler machst, dadurch wirst du wirklich erfolgreich. Thomas Alva Edison hatte hunderte von verschiedenen Weisen gesucht, wie er Glühbirnen herschaffen konnte. Hunderte Mal hat es nicht geklappt. Er wurde mal gefragt, woher er das Durchhaltevermögen gehabt hätte, immer weiter zu experimentieren, obgleich er mehr Misserfolge hatte, bis ihm natürlich schließlich gelungen ist, eine Glühbirne herzustellen, die funktionierte, die dann industriell produziert werden konnte und die ihn sehr reich gemacht hatte. Da hat er gesagt, ich hatte nie Misserfolge. Ich hatte immer wieder neue Weisen gefunden, wie man Glühbirnen nicht macht. In diesem Sinne, Fehler sind Schritte zum Erfolg. Fehler sind Lektionen, durch die du wachsen kannst. Daher, durch kleinere und größere Fehler, durch Misserfolge lernst du. Durch kleinere und größere Fehler kannst du auch in der Liebe wachsen. Daher, kultiviere eine gewisse Fehlertoleranz und überlege jetzt gleich mal selbst. Wie fehlertolerant bist du? Machst du dir viel Gedanken, wenn du was Falsches gemacht hast? Schimpfst du viel über deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, deinen Kollegen, deinen Chef, wenn sie Fehler gemacht haben? Oder bist du in der Lage, darüber zu lächeln und loszulassen? Vielleicht aus Verantwortung musst du vielleicht auch mal etwas sagen. Aber eine gewisse Fehlertoleranz ist notwendig, um sich weiterzuentwickeln, um viel bewirken zu können und auch für die Liebe. Ja, das waren ein paar Gedanken zum Thema Fehlertoleranz. Mein Name ist Sukadev Bretz. Ich bin
Autor dieser Reihe über das Lexikons der Tugenden. Ich bin auch Autor des Liebe-Podcasts von www.yoga-vidya.de. Ich bin der Sprecher und der Kameramann und der Tontechniker und der Lichttechniker, alles gleichzeitig. Manchmal habe ich ja auch Kameramann, Kamerafrau. Momentan nehme ich das alles auf mit Fernbedienung. So, also alles Gute und bis zum nächsten Mal.